Die Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem haben sich ein Wochenende lang in Augsburg getroffen. Der päpstliche Laienorden beschäftigte sich unter anderem in Vorträgen mit der vorösterlichen Bußzeit. Höhepunkt war der Besuch der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Dort pilgerten sie zur Mariengrotte. Im Anschluss fand ein feierlicher Gottesdienst statt. Der Ritterorden vom Heiligen Grab wurde im 19. Jahrhundert gegründet und ist eine Gemeinschaft des Betens und der Nächstenliebe. Ihm gehören sowohl katholische Laien als auch Geistliche an.